Und los! Als Zusammenschluss von Leuten, die gemeinsam ein Haus realisieren wollen, also Bauherren abstrakt sozusagen, die sich zusammenschließen, um ein gemeinsames Projekthaus zu realisieren. Also das sind sozusagen Bauwillige, die sich zusammentun. Also statt, dass man von einem Bauträger dann eine Wohnung kauft, und zwar alle eines Hauses kaufen dann von einer Firma ihre jeweilige Wohnung, haben wir uns eben zusammengeschlossen und haben gesagt, wir bauen jetzt zusammen. Zwei Mehrfamilienhäuser. Und das ist, glaube ich, der Kernunterschied. Man ist eine Gemeinschaft, man muss Entscheidungen gemeinsam treffen, aber man hat natürlich auch viel größeren Gestaltungsspielraum. Eigentlich allen. Jeder, der Lust hat, seinen Wohnraum selber zu gestalten und selber darüber zu entscheiden. Und je nachdem, es gibt ja verschiedene Modelle, ob man sozusagen Eigentum bildet oder ein genossenschaftliches Modell überlegt oder ein Gemeinschaftseigentum bildet, was man dann selber mietet. Also da gibt es ja die verschiedensten Modelle. Bei vielen ist es so, dass der Beweggrund eigentlich ist, Eigentum auch zu bilden, also auch Alterssicherung und in der Immobilie sozusagen auch zu investieren. Aber vor allen Dingen, die wichtige Bewegung ist eigentlich, dass die Leute ihren Wohnraum selber gestalten wollen, den Wohnraum selber in der Wohnung, aber auch sozusagen das Wohnumfeld mitbestimmen wollen. Und für die Leute, die das eben auch aktiv mitgestalten wollen, auch Entscheidungen dazu fällen wollen, für die ist das sicherlich das richtige Modell. Ja, für uns war das sehr wichtig. Wir haben hier ein CO2-neutrales Haus. Das ist, wir sind im Prinzip ein Klimaschutzhaus, denn wir haben sehr hohe Wärmedämmung. Das ist jetzt ein 3-Liter-Haus, was den Energieverbrauch angeht. Und dieser Energieverbrauch wird komplett aus erneuerbaren Energien bestückt, nämlich der Solaranlage auf dem Dach und dem Holzpelletskessel im Keller. Und das haben wir gemacht, weil das gut für die Umwelt ist, aber es ist auch gut für den Geldbeutel, denn Öl und Gas werden immer teurer. In diesem konkreten Fall ist es so, dass wir nach der geltenden Energieeinsparverordnung gebaut haben. Das hat vor allen Dingen auch mit den Investitionskosten zu tun. Also der Kostenrahmen, der durch die Baugruppe hier festgelegt wurde, hat einfach über das notwendige Maß der Energieeinsparverordnung, das ist die gültige Rechtsgrundlage in Deutschland sozusagen, nach der gebaut werden muss, darüber hinaus waren halt einfach keine Investitionskosten realisierbar. Soweit man eben diese Investitionskosten für Niedrigenergie oder Passivenergie leisten kann, das ist sicherlich sinnvoll. Wir haben hier versucht, ökologische Maßnahmen zu rechnen, wie zum Beispiel Solarkollektoren auf dem Dach. Das ist einfach bei dieser Projektgröße und der Leute, die auf so kleinem Raum eigentlich zusammenwohnen, ist das einfach amortisiert sich das überhaupt nicht. Also die paar Kilowatt, die man sozusagen aus der Solarenergie hier hätte ziehen können, haben sich einfach nicht gelohnt. Und wir haben einfach auch definitiv entschieden, dass die Gemeinschaftsfläche Dachterrasse wichtiger ist als die Solarenergie in diesem Falle. Das sind einfach so Abwägungen, die man natürlich bei Bauen in der Innenstadt auch mit berücksichtigen muss. Es lebt sich insofern anders, als dass ich jedes Mal, wenn ich hier durch den Hof gehe, Leute treffe, mit denen ich mich gern unterhalte und es kein anonymes Zusammenleben ist, sondern man genau weiß, wer in der nächsten Wohnung wer wohnt, wer im Vorderhaus wohnt und man einander auch sehr stark hilft. Das ist besonders wertvoll, gerade wenn die Kinder alleine runtergehen in den Hof zu spielen,
dann ist da immer irgendein Erwachsener, der auch mit aufpasst und das ist Gold wert. Dass durch so ein Projekt natürlich der Wohnraum entsteht, den die Leute selber entschieden haben. Also die Entscheidung sozusagen über die Lage des Grundstücks, über den Kostenrahmen, auch über die Aufteilung des Grundrisses erfolgt ja durch die Bauherren, durch die Baugruppe selber, sodass eigentlich nur etwas entsteht, was sie auch selber entschieden haben. Und dann eigentlich man mit den eigenen Entscheidungen dann leben muss, was im Leben ja in der Regel dann einfacher ist, als wenn ich sozusagen auf jemand anders die Schuld schieben kann. Ja, es gibt, würde ich sagen, drei Vorteile. Das eine ist, es ist billiger, weil du das, was sonst der Bauträger verdienst, halt an Kosten einsparen kannst. Der zweite Vorteil ist, du kannst viel mehr selbst gestalten. Sonst verkauft dir der Bauträger die Wohnung, wie er sie geplant hat. So kannst du selber entscheiden, wo deine Zimmer, wie groß die Zimmer sein sollen, was du jeweils quasi für Anschlüsse wo legst. Und das dritte ist natürlich das Gemeinschaftliche. Wir sind eine Hausgemeinschaft, das heißt, man kennt sich schon, bevor man zusammenlebt und wir feiern zusammen Feste und wir sind nicht eine zusammengewürfelte Eigentümergemeinschaft. Das ist ein großer Vorteil. Was man natürlich mitbringen muss, ist die Bereitschaft, andauernd in der Baugruppe gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Also natürlich muss dann im Prinzip in der heißen Phase ist da jede Woche eine Sitzung gewesen, wo dann alle Bauherren zusammen die Entscheidung getroffen haben, wie machen wir das mit der Wärmedämmung, was ist für eine Heizungsanlage drin, welche Fassadenfarbe nehmen wir, und das hat viel Kraft gekostet und viel Kompromissbereitschaft auf allen Seiten. Und wer das nicht kann oder nicht bereit ist, da die Zeit zu investieren, für den ist das nichts. Es ist ja eine freie Entscheidung, wo jemand sein Geld investieren will. Deshalb gibt es eigentlich sozusagen an so einem Projekt per se erstmal kann es keine Nachteile geben, weil es eine freie Entscheidung von den Leuten ist, daran bei mitzumachen oder auch auszusteigen. Wir haben uns entschieden, wir machen einen Gemeinschaftsraum. Der gehört allen, wird gemeinschaftlich genutzt. Der ist unten im Erdgeschoss direkt mit Gartenzugang. Und das ist einfach Gold wert. Da werden Kindergeburtstage drin gefeiert, Feste gefeiert oder auch nur, wenn man im Garten ist und ein Glas Wasser haben will, muss man nicht hochgehen in den vierten Stock, sondern kann direkt dort in der Gemeinschaftsküche sich was holen. Also dieses Wohnhaus, das wir hier realisiert haben, zusammen mit meinem Partner Christoph Rödig zusammen, ist deshalb entstanden, weil wir eigentlich in unserem Bekanntenkreis viele Klagen über die eigene Wohnsituation gehört haben. Das heißt, die Leute haben uns auf Partys und so weiter doch sehr damit behelligt, in Anführungsstrichen, dass sie in sehr schlechten Wohnungen wohnen, sehr viel Geld dafür bezahlen und damit auch sehr unzufrieden sind. Da haben wir uns gedacht, das kann nicht sein, dass so viele Leute so viel Geld ausgeben. Dieses Geld, dieses Kapital müssen wir bündeln, um dann einfach einen Neubau zu machen, der den Wohnbedürfnissen dieser Leute dann auch entspricht. Das spricht, dass die Leute von vornherein in die Planung und in die Realisierung und Entwicklung des Projekts mit eingebunden sind, dass eigentlich das entsteht, was sie selber entschieden haben. Wir waren im Prinzip eine Kerngruppe von 6 Leuten, die sich aus dem Freundeskreis zusammengetan haben, gesagt haben, wir wollen gerne so gemeinschaftlich wohnen. Und dann haben wir noch mehr dazu bekommen, indem wir Anzeigen geschaltet haben. Traumhausprojekt, wer macht mit?